Hey du, bitte vergiss nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren, falls du das noch nicht hast, und das Video zu teilen. Meine Eltern starben bei einem Autounfall, als ich 14 war. Du musst kein Mitleid mit mir haben oder so. Ich habe schon vor Jahren meinen Frieden damit gemacht. Das Leben mit ihnen war nie toll, aber ich vermisse sie. Wenn sie mich eines gelehrt haben, dann nicht in Selbstmitleid zu versinken. Ich wünschte nur, sie hätten mich nicht zu meiner Tante Louise geschickt. Hat jemand von euch ein Familienmitglied, das ein bisschen seltsam ist? Ein bisschen abgeschnitten vom Rest der Familie? Nun, Tante Louise war das in unserem Fall. Sie war auch unsere engste lebende Verwandte. Papas Familie lebte auf der anderen Seite des Kontinents, Moms Eltern waren beide tot und sie war ein Einzelkind. Tante Louise, eigentlich die Schwester ihrer Mutter, also meine Großtante, lebte nur eine Stunde von uns entfernt. Als meine Eltern noch lebten, besuchten wir Tante Louise nur selten, und um ehrlich zu sein, hatte ich schon fast erwartet, dass sie sich weigern würde, mich aufzunehmen. Ich war darauf gefasst, ein Mündel des Staates zu werden oder quer durchs Land zu ziehen, sobald ich hörte, dass das Jugendamt sie kontaktiert hatte, um mich bei sich aufzunehmen. Aber sie hat zugestimmt. Ich bin mir nicht sicher, wie bereitwillig oder gnädig sie war, denn ich war nicht in das Telefongespräch eingeweiht, in dem sie zustimmte, mich aufzunehmen. Ich war jedoch überrascht, wie nett sie in den ersten 3 Tagen, die ich dort war, zu mir war. Ich möchte etwas klarstellen. Tante Louise war zwar schrullig, seltsam, exzentrisch, ungehobelt und viele andere wenig schmeichelhafte Adjektive, aber sie war kein richtiges Miststück. Sie hatte eine ziemlich schroffe, ja sogar ruppige Art zu sprechen, aber sie war nicht grausam. Ich hatte mir in meinen ersten 14 Jahren nie die Zeit genommen, sie wirklich kennenzulernen, aber ich konnte erkennen, dass sie sich meistens zurückzog und Menschen nicht sonderlich mochte. Also nahm ich natürlich an, dass sie eine zurückgezogene, griesgrämige Zicke war. Was mich am meisten überraschte, als ich einzog, war, wie normal alles schien. Nun zumindest am Anfang. Tante Louise kochte, putzte, sah fern, telefonierte mit den Nachbarn und so weiter. Wie jeder andere auch. Und sie sagte mir gleich, dass sie wenig von mir erwartete. Zumindest nichts, was meine Eltern nicht auch tun würden. Bleib nicht zu lange weg, sag ihr Bescheid, wenn du später nach Hause kommst, mach deine Hausaufgaben fertig, bevor du fernsiehst, räum hinter dir auf, etc. pp. Es gab jedoch eine Regel, die seltsam war. Und sie hob sich von den anderen Regeln ab, weil sie so seltsam war. Zuerst versuchte ich, mir keine Gedanken darüber zu machen. Alte Menschen haben manchmal Eigenheiten. Anfangs dachte ich, dass es sich nur darum handelte. Nun, ich hatte mich geirrt. Sie bestand darauf, dass ich jedes Mal, wenn ich einen Raum betrat oder verließ, die Tür sofort hinter mir schließen musste. Es spielte keine Rolle, ob ich nur ein paar Sekunden in dem Raum war. Wenn ich einen Raum betrat, wurde von mir erwartet, dass ich die Tür sofort schloss. Und das Gleiche galt, wenn ich ihn wieder verließ. In meiner ersten Woche vergaß ich diese Regel oft. Sie versäumte es nie, mich daran zu erinnern. »Mach die verdammte Tür zu«, rief sie jedes Mal, wenn ich es vergaß. Es schien keine Rolle zu spielen, wo sie sich im Haus befand, denn sie merkte immer, wenn ich eine Tür nicht geschlossen hatte, nachdem ich sie geöffnet hatte. Ihr Haus war alt, und soweit ich weiß, war sie nicht die erste Besitzerin. Sie hatte darin gelebt, seit Mama ein Mädchen war. Ich hatte keine Ahnung, wie alt es war. Nach der Bauweise und dem Grundriss zu urteilen, könnte es leicht über 100 Jahre alt sein. Es hatte 2 Stockwerke, einen Keller und einen Unterkeller. Das letzte Stockwerk hat mich ein wenig verwirrt, als ich es entdeckte. Ich wusch gerade eine Ladung Wäsche, als ich in der hinteren Wand des Waschraums eine Tür bemerkte, die natürlich geschlossen war. Der Keller war unfertig, der Boden größtenteils schmutzig und überall war Krimskrams gestapelt oder aufgestapelt oder in Regalen gelagert. Der einzige Raum, durch den man wirklich gehen konnte, ohne Angst zu haben.
Der einzige Raum, durch den man wirklich gehen konnte, ohne Angst zu haben, auf etwas zu treten oder einen Stapel umzustoßen, war die Waschküche, die auch der einzige gefliesste Boden im Keller war. Die Tür, die ich im Keller fand, war mit einem Brett versehen, das sich leicht verschieben ließ. Es sah so aus, als ob Tante Louise dort eine Grenze haben wollte, aber keine, an der sie nicht vorbeikommen konnte, wenn es nötig war. Als ich die Tür zum zweiten Mal sah, überkam ich meine Neugierde und ich schob das Brett von der Tür weg und probierte sie aus. Sie war verschlossen. Das kam mir auf Anhieb nicht sonderlich merkwürdig vor. Nun, das heißt, bis mir klar wurde, dass dies der einzige Raum im Haus war, den Tante Louise, abgesehen von den Türen, die nach draußen führten, verschlossen hielt. Eines Tages fragte ich sie danach. Sie kochte gerade. »Die Tür im Keller«, antwortete sie. »Das ist der Unterkeller. Da unten ist nicht viel. Ich bewahre dort hauptsächlich meine Konserven auf. Dort ist es kühl genug, um sie aufzubewahren.« »Richtig«, antwortete ich. Nun, das erklärte aber nicht wirklich, warum sie es verschlossen hielt. »Also, wenn ich mich da unten mal umsehen wollte...« »Um Himmels Willen, Junge, warum solltest du das tun?« Bei dieser Antwort bemerkte ich, dass sich ihr Gesicht und auch ihr Tonfall verändert hatte. Tante Louise hatte meistens den gleichen Gesichtsausdruck, einen finsteren Blick, als hätte jemand gerade Schlamm auf ihren frisch gewaschenen Teppich gekleckert. Auch hier war sie nicht so böse, wie ihr Gesichtsausdruck vermuten ließ, aber es war der Ausdruck, den sie anscheinend am meisten gewohnt war. Aber als sie auf meinen Wunsch zu sehen, was sich hinter der Tür befand, antwortete, hoben sich ihre Augenbrauen und ihr Mund bebte für eine Sekunde, bevor sie antwortete. Es war so leicht, dass andere es vielleicht gar nicht bemerkt hätten. Aber zu diesem Zeitpunkt wusste ich schon genug über Tante Louise, um das mit einem Schrei des Entsetzens gleichzusetzen. Ab diesem Zeitpunkt wusste ich, dass ich sehen musste, was hinter dieser Tür war. Ich war schon immer ein neugieriger Typ, weißt du? Ich konnte mich noch nie von etwas fernhalten, das meine Neugierde weckte, auch wenn mein gesunder Menschenverstand mir etwas anderes sagte. Danach wollte ich nichts anderes mehr, als zu sehen, was in diesem Untergeschoss war. Nur, wie sollte ich das Schloss überwinden? Das würde ein Problem werden. Tante Louise bewahrte alle ihre Schlüssel an einem einzigen Ring auf. Es gab nicht viele davon, aber ich dachte mir, wenn der Schlüssel zur Tür zum Untergeschoss irgendwo war, dann dort. Ich musste nur einen Weg finden, ihn ihr abzunehmen. Das stellte sich allerdings als gar nicht so einfach heraus. Zum einen war es nicht möglich, sich im Haus zu bewegen, ohne gehört zu werden. Ich konnte mich nicht von meinem Schlafzimmer zu ihrem schleichen, um die Schlüssel zu nehmen, ohne alle Türen zwischen uns zu öffnen und zu schließen. Meine, die Tür im hinteren Teil des Flurs, und ihre. Glaub mir, selbst wenn ich einfach alle Türen offen gelassen hätte, das hätte sie irgendwie bemerkt. Einmal musste ich nachts auf die Toilette und vergaß, die Flurtür zu schließen. Ich hatte es gerade mal zum Händewaschen ins Bad geschafft, als ich sie im Schlaf schreien hörte, »Mach die verdammte Tür zu!« Erschrocken drehte ich mich eilig um und ging, um die Tür zum Flur zu schließen, wobei ich vergaß, die Badezimmertür zu schließen. Und ich hörte es wieder, »Mach die verdammte Tür zu!« Tante Luises Zimmer hatte übrigens eine quietschende Tür, die auch einen Riegel hatte, sodass es sich beim Öffnen wie ein »Tschum« anhörte. Es war unmöglich, ihre Tür zu öffnen, ohne dass sie es merkte. Also vergaß ich die Kellertür für eine Weile. Ich stellte meine Neugier auf Sparflamme und versuchte einfach eine Weile mit der wortkargen alten Frau auszukommen. Das Leben wurde ein bisschen einfacher. Solange ich mich daran erinnerte, alle Türen geschlossen zu halten, kamen wir beide gut miteinander aus. Sie mischte sich nicht allzu sehr in meine Angelegenheiten ein und ich mich nicht in ihre. Es war ein ziemlich stilles Haus, aber ich gewöhnte mich daran, darin zu leben. Ich fand es nicht einmal mehr seltsam, dass die Tür zu jedem Teil des Hauses, den man durch eine Tür betrat, immer geschlossen war. Es wäre mir tatsächlich mit der Zeit merkwürdiger vorgekommen, wenn irgendeine Tür jemals offen gestanden hätte.
Und das bringt mich zu dem Tag, an dem Tante Luise einschlief, während sie The Price is Right schaute. Es war ein Sommertag und ziemlich heiß. Tante Luise machte sich etwas weniger Sorgen um offene Fenster als um Türen, aber sie öffnete immer nur eines auf einmal. Und heute hatte sie nur eines offen, das nicht viel zur Abkühlung des Hauses beitrug, das dank Tante Luises größter Exzentrik keinen Platz für die Luftzirkulation hatte. Also schlief sie natürlich ein. Und ich sah meine Chance. Ihr Portemonnaie lag zu ihren Füßen. Ich saß auf dem Stuhl direkt neben ihr, las einen Avengers-Comic und versuchte, die wiederholten Rufe des Fernsehers zu ignorieren. Ich sah zu ihr hinüber und merkte, dass sie tief schlummerte. Ihr Gehör war nicht mehr das Beste, selbst wenn sie wach war, obwohl sie alles andere als taub war. Aber ich dachte mir, dass sie in ihrem Dämmerschlaf kaum das winzige Geräusch hören würde, das ich beim Durchwühlen ihrer Handtasche verursachte. Ich fand ihre Schlüssel fast sofort und machte mich auf den Weg ins Treppenhaus. Wenn sie aufwachte, als ich die Tür öffnete, würde ich einfach behaupten, ich würde Wäsche waschen. Aber es war unwahrscheinlich, dass sie aufwachen würde, es sei denn, ich hätte vergessen, die Tür zu schließen, was ich mittlerweile nicht mehr tat. Ich ging die Treppe hinunter, aus irgendeinem Grund auf Zehenspitzen, obwohl ich noch nicht an dem Ort war, von dem ich ausgeschlossen worden war. Ich fühlte mich absurd schuldig, obwohl Tante Louise mir nie ausdrücklich verboten hatte, das zu tun, was ich jetzt tat. Die Tür zum Keller war natürlich geschlossen, aber unverschlossen, wie immer. Ich schlich mich hindurch, schloss die Tür und wartete ein paar Minuten, um zu hören, ob sich Tante Louise in ihrem Stuhl bewegte, was darauf hindeutete, dass sie aufstand, oder ob ihre Stimme rief, um zu fragen, warum ich im Keller war. Leise schlich ich zur Waschküche, öffnete die Tür, schloss sie genauso schnell wieder und schlüpfte hinein. Ich tastete nach dem Kettenzug für das Licht und zog daran. Ein schwaches, unheimliches Licht flackerte durch den Raum. Ich hatte die Beleuchtung hier drin noch nie als unheimlich empfunden, aber jetzt schon. Irgendetwas an diesem ganzen Unterfangen fühlte sich falsch an. Aber meine Neugier überwog mein Gefühl der Vorsicht. Ich schlich zur Tür und schob das Brett von der Tür weg. Tante Louise hatte es anscheinend wieder angebracht, nachdem ich es letztes Mal versucht hatte. Die Frage, warum sie das getan hatte, spielte einen Moment lang in meinem Kopf. Aber ich ignorierte sie und holte den Schlüsselbund hervor. Beim dritten Versuch fand ich den richtigen Schlüssel und hörte, wie das Schloss mit einem lauten Knacken zerkratzt wurde. Ich erstarrte mit klopfendem Herzen in der Brust und wartete darauf, einen Schrei von oben zu hören. Doch nichts. Die Tür öffnete sich lautlos wie ein Geist. Es gab kein Licht, das die Treppe dahinter erhellt hätte. Ich sah nicht einmal einen Kettenzug für ein Licht auf der Treppe. Mein Gehirn schrie dem Rest meines Körpers zu, sich umzudrehen und dieses kleine Abenteuer zu vergessen. Aber ich beachtete es nicht und kroch die Treppe hinunter, wobei ich mich an der Wand entlang orientierte. Es stellte sich heraus, dass ein winziges bisschen Licht durch die Lüftungsschlitze an der Decke fiel. Es war nicht viel, aber ich konnte sehen, dass nur ein paar Meter vom Fuß der Treppe entfernt eine Zugschnurlampe hing. Ein blöder Ort dafür. Sie sollte direkt am Treppenansatz angebracht sein. Aber ich ging den scheinbar kompakten Flur entlang und zog an der Schnur. Wenn möglich, war das Licht, das aufflackerte, schwächer als das Licht in der Waschküche. Ich konnte kaum erkennen, dass ich es eingeschaltet hatte. Ich sah mich um und sah, dass Tante Louise hier unten tatsächlich Reihen von Konserven hatte. Ich war etwas enttäuscht über die banale Antwort auf das Rätsel. Einen Moment lang sah es so aus, als wäre der geheime Unterkeller genau das, was er sein sollte. Nur konnte ich den Hauch einer warmen Brise spüren, die in den harten Erdwänden und der kühleren unterirdischen Luft nicht möglich sein sollte. Das Gefühl, dass etwas nicht stimmte, war immer noch da.
und ich bemerkte, dass die lange Reihe von Regalen mit Gläsern am Ende in einer Tür endete. Ein Durchgang, der keine Tür hatte. Ich schlich vorwärts, die Arme vor mir, und trat vorsichtig vor. Der Raum hinter der Tür war dunkel und roch muffig. Ich konnte nicht spüren, woher die leicht warme Luft kam, die meine Haut berührte. Aber ich merkte, dass die Luft immer wärmer wurde, je näher ich dem Raum kam. Als ich am Eingang des Tunnels ankam, irgendwie hatte ich inzwischen angefangen, mir diesen Ort als Tunnel vorzustellen, war die Luft nicht nur warm, sondern auch feucht. Fetthaltig. Der Geruch reichte von muffig über schimmlig bis hin zu etwas noch Schlimmerem. Das Gefühl der Ungerechtigkeit überfiel mich stärker denn je. Ich musste von hier verschwinden. Warum ging ich noch näher heran? Es gab nicht viel Licht, aber ich konnte die Umrisse einer weiteren Tür auf der anderen Seite des Raumes erkennen. Sie war angelehnt. Eine angelehnte Tür in Tante Luises Haus zu sehen, war wie ein zerbrochenes Fenster in einem anderen Haus zu sehen. Es war falsch. Es sollte nicht sein. Aber dann war ich ja nicht mehr in Tante Luises Haus, oder? Dieser Tunnel war nicht für dieses Haus gebaut worden. Das wusste ich. Ich spürte es einfach in meiner Seele. Er war schon vorher hier. Lange vorher. Es war ein Ort, der nur von kurzsichtigen Bauarbeitern an Tante Luises Haus angebaut worden war, die nicht wussten, was sie da ausgegraben hatten. Was sie hätten begraben lassen sollen. Es dauerte einen Moment, bis ich merkte, dass sich der Raum dahinter, der Raum, den ich gleich betreten würde, bewegte. Das Licht war zu schwach, um wirklich zu sehen, was geschah, aber es gab eine Bewegung dahinter. Eine unaufhörliche, langsame, träge Bewegung. Überall, an den Wänden und auf dem Boden, aus jeder Ecke hörte ich ein leichtes, schmatzendes Geräusch. Die Dinge krochen und dehnten ihr breiiges Fleisch aus. Und sie sahen mich an. Ich wagte es, den Boden zu überqueren und die Tür auf der anderen Seite zu schließen, um das, was durch sie kommen könnte, für immer auszuschließen. Ich hörte saugende Geräusche. Ein formloses, gallertartiges Wesen dehnte und krümmte sich in der Dunkelheit. In diesem Moment wurde mir etwas klar. Ich war nicht die erste Person, die an dieser Tür stand. Diese Tür, die nicht geschlossen werden konnte. Ich war auch nicht der erste Mensch, der die andere Tür, die nicht sein sollte, auf der anderen Seite offen stehen sah und wusste, dass sie immer offen stehen würde, bis jemand den Mut aufbrachte, die Schwelle zu überschreiten und sie zu schließen. Tante Louise hatte nicht den Mut dazu, also war sie geflohen und hatte alle Türen in ihrem Haus immer geschlossen gehalten, in der Hoffnung, dass das Schließen der Türen sie warnen würde. Wenn das, was hinter dieser verdammten Tür war, sie endlich holen würde. Und ich hatte auch nicht den Mut dazu. Ich drehte mich um und floh und sah nie wieder zurück. Als ich 16 war, zog ich bei Tante Louise aus und kam in ein Übergangshaus. Als ich 18 war, bekam ich einen Job im Norden des Landes und zog dorthin. Ich bin nie wieder zu Tante Louise zurückgegangen und habe sie nie angerufen. Ich habe versucht, nicht einmal an sie zu denken. Aber das ist mir nicht gelungen. Ich denke immer noch an den Tag zurück, an dem ich an der Tür stand. An die zappelnden Dinge, die im Dunkeln warteten. Und ich frage mich, ob Tante Louise jemals die Kraft gefunden hat, den Raum zu durchqueren und die verdammte Tür zu schließen.